Hallo meine Lieben, gucket mal, was mir heute die Post gebracht hat. Genau, die Glossy Box. Ja, machen wir sie doch mal auf, ne? Gewohnt, wie immer, ein Kärtchen, eine Schleife, Papier. Zeit, Farbe zu bekennen. Ja, das ist das Motto der Box. Wir sind gespannt. Dieses Mal ist ja eine Probe mehr drin. Wir sind diesmal sehr gespannt. Für den Ärger der letzten Box sozusagen, den die Kunden verspürt haben. Tada! Was haben wir Schönes? Ein 5 Euro Wertgutschein für Econ for You. Okay. Gut, was haben wir denn hier? Na, das sieht doch schon mal interessant aus. Das sieht doch schon mal deutlich besser aus wie die letzte Box. Nehmen wir dieses kleine Interessante. Das ist ein Art Deco All-in-One Mascara. Hier seht ihr das Bürstchen. Das finde ich doch schon mal schön. Eine Art Deko-Mascara finde ich schon mal sehr gut. Für maximales Volumen, optische Verlängerung und einen tollen Schwung. Der neuartige Bürstenkopf bewirkt Wimpernwunder. Klingt gut. Oh, hier haben wir noch was. Und zwar einen Alessandro Nagellack. In einem echt krassen Rot. Das ist die Nummer 26. Neue Nagellackserie von Alessandro verspricht noch brillantere Nägel, kurze Trockenzeit, hohe Farbintensität und starker Glanz. Der spezielle Quick Brush Pinsel vereinfacht das Lackieren. Gucken wir uns das Pinselchen doch mal an. Sieht aus für mich wie ein normaler Pinsel, aber gut. Aber so, was ich sehe, wenn ich ihn am Flaschenrand abstreife, macht es einen guten Eindruck. Ist nicht mein erster Alessandro Lack. Ich habe an der Grenze welchen gekauft, aber ich glaube, das war auch ein Alessandro Lack. Müsste ich mal gucken. Kann ich jetzt gar nicht sagen. Ist aber auch jetzt unwichtig. Was haben wir hier noch? Carotin-Feuchtigkeitscreme. Packen wir mal aus. Diese Feuchtigkeitscreme mit Auszügen aus Weizenkeim, Carotin und Provitamin A unterstützt auf natürliche Weise das Wasserbindevermögen der Haut. Das finde ich ja mal eine ansprechende Produktgröße. Das ist die Creme. Die riecht nach was? Ja, ist eine gute Frage. Nach was riecht die? Ich kann gar nicht definieren, nach was die riecht. Schlecht riecht sie auf jeden Fall nicht. Also der erste Eindruck ist unbestimmt. Der erste Eindruck des Geruchs ist nicht schlecht. Wenn sie dann einzieht, hat man ganz kurz einen Hauch von Altbacken, der aber auch ganz schnell verfliegt. Es riecht so ein bisschen unterschwellig nach Multifrucht, aber so dezent, dass man es fast gar nicht wahrnimmt. Ich kann es wirklich nicht sagen, wonach die wirklich riecht. Aber da freue ich mich auf jeden Fall aufs Testen. Kennen tue ich die nämlich überhaupt nicht. Dann gibt es davon ebenfalls ein Gesichtspeeling. Bereits nach dem ersten Anwendung des reinigenden Gesichtspeelings mit Jojoba-Hartwachspartikeln fühlt sich ihre Haut spürbar zarter und glatter an. Hier seht ihr es nochmal. Und ist das jetzt auch gelb? Nein, ist nicht gelb. Riechen tut es nach was riecht es? Oh, von der Peeling. Ich habe jetzt nur wirklich ganz minimal genommen und man sieht, es ist wirklich gut bestückt mit Peelingkörnchen.
Der Geruch ist jetzt nicht so definierbar für mich, muss ich gestehen. Ist ähnlich wie bei der Gesichtsfeuchtigkeitscreme, also bei der Carotin-Feuchtigkeitscreme. Ist aber irgendwie fast neutral. Also fast ein neutraler Geruch, finde ich. Vielleicht, wenn man ihn dann anwendet, dass es anders riecht, kann ich so nicht sagen, aber ich finde, es riecht jetzt nicht schlecht. So, was haben wir hier? Redken Full Effect Volume 4. Volumenmousse. Ultraleichte Mousse verleiht dank Baumwollextrakten und Styling-Polymeren intensive Fülle und unglaubliches Volumen vom Ansatz bis in die Spitzen, ohne zu beschweren. Anfang etwas flüssig, aber das hat ja so ein Mousse immer an sich. Es riecht aber richtig toll. Es riecht... Oh, lecker. Ich kann nicht mal sagen. Ja, das ist wieder so ein typischer pure Pflegegeruch, wie ich ihn nenne. Vom Gefühl angenehm, nette Konsistenz, so wie man vom Mousse es erwartet. Also ich bin gespannt, es zu benutzen, weil das habe ich nun wirklich noch gar nicht gehabt von Redken Mousse. Aber vom Geruch, oh, toll. Das ist wirklich toll vom Geruch. Das wird in den Haaren richtig toll riechen. Und dann haben wir hier noch eine Handcreme. Von LCN, spricht man das so aus? Kann man mir bitte mal sagen, wie man das ausspricht? Ognix? Oder Ognix? Oder was? Oder wie? Oder wo? Will man, dass ich mir die Zunge breche? Auf jeden Fall diese Intensivhandcreme. Die nicht fettende Creme enthält Extrakte aus weißem Tee und Orchideen. Oh, weißer Tee. Ich mag ja Sachen mit weißem Tee. Muss ich jetzt mal aufmachen. Ist natürlich noch verschlossen. Ich öffne es jetzt. Was auch wunderbar funktioniert. Jetzt nehme ich mal die andere Hand zum Testen. Ich liebe ja Produkte mit weißem Tee. Ich weiß nicht warum. Ist einfach so. Die Creme ist weiß. Mmh. Der erste Geruchseindruck ist nicht unangenehm, aber ich habe schon deutlich Besseres gerochen. Riecht wie ein typisches Naturkosmetikprodukt irgendwie. Ich weiß gar nicht, ist es aber wahrscheinlich nicht, oder? Kann ich jetzt nicht mal sagen. Steht jedenfalls so. Ja doch, steht drauf, Naturkosmetik, ja. Ja. Ohne es vorher beachtet zu haben, steht Naturkosmetik drauf. Und so riecht es auch. Also es riecht deutlich nach Naturkosmetik. Irgendwas ist da drin, was ich auf jeden Fall vom Geruch erkenne. Und es ist nicht der weiße Tee, weil weißer Tee, finde ich, riecht sonst besser. Zumindest in anderen Produkten. Ich weiß nicht, ob es jetzt hieran liegt oder so. Auf jeden Fall, die Handcreme kurbelt die Mikrozirkulation der Haut an und versorgt sie intensiv mit Feuchtigkeit. Aber so vom Gefühl, also ich habe schon, ich habe jetzt nur die eine Hand oben ein bisschen eingecremt. Ich habe schon ein sehr weiches Gefühl auf der Hand. Also scheint kein schlechtes Produkt zu sein. Machte jetzt, bis auf den Geruch, den ich jetzt noch nicht so prickelnd finde, macht es erstmal einen guten Eindruck. Ja, also da muss ich sagen, ist das doch mal eine wirklich, wirklich, wirklich schöne Box. Glossy Box, diesmal habt das richtig, richtig gut gemacht. Da ist der Stress vom, oder der Stress sage ich schon, der Ärger, der Verdruss vom letzten Monat, zumindest bei mir, erstmal weg. Also da muss ich sagen, diesmal wirklich eine schöne Box. Diesmal wirklich top. Glossy Box, Daumen hoch. Diesen Monat wirklich, wirklich schön. Gibt es nichts zu meckern. Ich freue mich sehr, sehr doll aufs Testen.
Eine tolle Auswahl, diesmal tolle Produkte. Wirklich, wirklich top. Jetzt habe ich aber genug gelobt, ne? Und jetzt werde ich mal ganz schnell das Video schneiden und für euch hochladen, damit ihr auch seht, was in meiner diesmal tollen Glossybox drin war. Daumen hoch für Glossybox diesmal und bis dann!